In diesem Video müssen wir uns mit zwei wirklich wichtigen Fragen auseinandersetzen. Eine von beiden Fragen könnt ihr schon anhand des Thumbnails und eben des Titels erkennen. Ja, wir beschäftigen uns hier in diesem Video mit der Zukunft von Blue und mit dem Thema, warum die wahrscheinlich gar nicht mal so rosig aussieht. Worum es in dem anderen Thema geht, erfährst du nach dem Intro. In diesem Sinne, viel Spaß. Wir fangen erstmal mit dem zweiten Thema an, was mich wirklich sehr beschäftigt. Und zwar wird mir immer wieder gesagt, dass dieser Pulli aussieht wie ein Schlafanzug. Und das ist ein ganz wichtiges Anliegen, weil ich gehe damit zum Teil auch aus einkaufen. Ja, Spaß beiseite oder ja, eher weniger Spaß, weil die Diskussion gab es wirklich schon mal. Aber nee, wir beschäftigen uns jetzt hier mit dem Thema Blue. Ich habe mir für euch mal ein paar Gedanken über die Zukunft von Jurassic gemacht. Mal wieder, es gibt ja schon ein paar Videos von mir über das Thema, wie das Ganze hätte weitergehen können. Und diesmal bin ich bei meinem Gedankenprozess, der ja ab und zu vonstatten geht, auf das Thema Blue gekommen. Der Velociraptor ist für die gesamte Jurassic World Trilogie ja von Anfang an sehr wichtig gewesen. In Jurassic World Dominion hat seine Wichtigkeit dann aber ein neues Level erreicht. Ich sag mal so. Als wir den Trailer zu Jurassic World Dominion bekommen haben, haben wir auch relativ früh, ich meine sogar schon im ersten Trailer, wenn nicht auf jeden Fall im zweiten Trailer, haben wir Beta zu Gesicht bekommen. Also das kleine Baby von Blue. Und da sind dann die Theorien wirklich aufgeploppt. Ich selber habe auch ein paar Theorien gesponnen, wie es denn sein kann, dass Blue ein Kind hat. Und viele von euch haben gesagt, ja, pass mal auf, Tobi, das Ganze wird so abgelaufen sein, wie auch beim Scorpius Rex aus der Animationsserie Jurassic World Camp Cretaceous. Blue wird sich einfach selbstständig fortpflanzen können. Und ich habe mir damals gedacht, nee, das wäre eine sehr, sehr einfallslose Idee, um dieses Mysterium aufzulösen. Achtung, Spoiler, genauso war es dann aber eben auch. Es gab keine wirkliche Erklärung, sondern Blue kann sich tatsächlich einfach von alleine fortpflanzen. Es wird im Film alles schon sehr romantisiert. Ich meine, wir sehen dann irgendwann, dass Blue eben ein Baby hat, die kleine Beta, und die ist total niedlich und die beiden haben auch so ein Familienverhältnis und Blue vermisst sein Kind, wenn das eben entführt wird. Und Spoiler, am Ende des Films kommt dann eben Beta wieder zurück zu Blue und Blue freut sich und ist auch dankbar Owen gegenüber und das ist alles eigentlich eine sehr schöne Geschichte. Aber ich habe ja eben gerade den Scorpius Rex erwähnt, weil bei dem ist die Geschichte mit der Selbstfortpflanzung gar nicht mal so schön. Ich hatte bereits ein Video dazu gemacht, was ich dir mal hier oben verlinkt habe, in dem ich besprochen habe, warum der Scorpius Rex wahrscheinlich die größte Gefahr im gesamten Jurassic-Universum gewesen ist. Eben unter anderem auch, dass er sich unkontrolliert selbst fortpflanzen kann, ohne quasi einen andersgeschlechtlichen Partner dazu zu haben. Beziehungsweise eben zu brauchen. Die Problematik, die in Jurassic World Dominion ja auch zum Ende hin immer nochmal angerissen wird, ist eben die Tatsache, dass wir in einer Welt mit Dinosauriern leben. Inzwischen haben wir nicht mehr nur eine Welt, die bevölkert ist von Dinosauriern, die aus dem riesigen Lockwood-Anwesen ausgebrochen sind. Nein, wir leben in einer Welt, in der Dinosaurier anfangen, sich in das Ökosystem unserer Welt, also unserer jetzt auch schon hier existierenden Tiere mit einzugliedern und eben auch fortzupflanzen. Die Problematik wird sehr wahrscheinlich auch in der Zukunft von Jurassic noch einmal aufgegriffen werden. Das heißt, zukünftige Filme werden mit dem Gedanken spielen, ja, was für Probleme können denn damit auftauchen? Wie muss die Menschheit damit umgehen? Quasi das, was uns Jurassic World Dominion damals versprochen hat, wird in kommenden Filmen sehr wahrscheinlich nochmal aufgegriffen werden. Was ist der Grund für eine unkontrollierbare Popularität oder Population von eben Dinosauriern? Naja, das ist eben das Fortpflanzungsverhalten, das wir eben nicht kontrollieren können. Wie könnte man das Ganze einschränken? Naja, indem man eben vielleicht darauf achtet, dass die Tiere nicht zu einem Fortpflanzungsakt kommen. Das hört sich jetzt erstmal sehr simpel an, ist im Endeffekt aber gar nicht mal so leicht umzusetzen. Allerdings gibt es dabei eine Sache, die noch wesentlich schwieriger zu kontrollieren wäre, nämlich einen Dinosaurier, der sich einfach ohne Partner fortpflanzen könnte. Und da haben wir aktuell leider nur Blue. Warum ich hierbei leider sage, ist, dass ich der Meinung bin, dass Blue in zukünftigen Filmen auf der schwarzen Liste der Jurassic-Geschichte landen könnte. Blue könnte mitunter ein riesiges Problem in der gesamten Jurassic-Mythologie darstellen. Soweit wir nämlich aktuell wissen, gab es bisher nur zwei Dinosaurier, die es wirklich geschafft haben, sich selbst fortzupflanzen, ohne eben davor befruchtet zu werden. Und das war einmal der Scorpius Rex und jetzt eben in diesem Fall hier noch Blue. Könnten diese Gene
auch an andere Dinosaurier weitergegeben werden, beziehungsweise es wurde ja nie wirklich erklärt, warum das bei Blue jetzt der Fall ist. Es wird mal angedeutet, warum genau Blue diese Fähigkeiten hat, sich eben einfach so fortzupflanzen, aber könnte diese Fähigkeit nicht auch bei anderen Dinosauriern auftreten? In diesem Fall könnten wir, wenn Universal sagt, okay, wir gehen jetzt wirklich in eine etwas düstere Richtung, tatsächlich eine Idee umgesetzt bekommen, die Michael Crichton einst für Jurassic Park 3, also für das dritte Buch, das nie erschienen ist, im Kopf gehabt hat. Auch dazu habe ich schon mal ein Video gemacht, wie Jurassic Park 3 hätte ursprünglich in Michael Crichtons genialem Kopf aussehen sollen, in Buchform. Das Video habe ich dem unten in der Beschreibung verlinkt. Ganz kurzer Spoiler dazu, es sollte eine Art Dino-Apokalypse auf der gesamten Welt geben. Es wird beschrieben, dass die Menschen Mauern hätten bauen müssen, um sich vor diesen Dinosauriern wirklich zu schützen. Und da haben viele von euch gesagt, ja, als ob wir dem nicht Herr der Lage werden könnten, weil aus irgendeinem Grund geht ihr davon aus, dass es schlau wäre, mit Atombomben um sich zu schmeißen. Nee, das ist halt eine saudumme Idee. Nur mal so nebenbei, also Atombomben zu werfen, ist immer eine dumme Idee, die einfach überhaupt nichts löst. Aber ein paar von euch haben sich da auch ein bisschen mehr Gedanken drüber gemacht und eben gesagt, naja, das sind ja trotzdem immer noch Tiere, die sich ja trotz allem in einem gewissen Kreislauf eben sterben und neue Kinder kriegen, also quasi wie es auch in unserem jetzigen Kreislauf ist. Das würde aber hiermit eben nicht mehr zwingend der Fall sein, wenn die Dinosaurier in der Lage wären, sich selbst ohne gleichgeschlechtlichen Partner fortzupflanzen und so immer mehr Dinosaurier auf die Welt zu bringen, könnten wir irgendwann aufhören, Herr der Lage zu werden. Also die könnten uns tatsächlich überrennen. Das ist ein bisschen krass gesponnene Zukunftsvision für zukünftige Jurassic-Filme, ich weiß. Allerdings gehe ich davon aus, dass Blue definitiv ein Problem darstellen könnte, da sie eben, naja, diese Fähigkeit besitzt und damit unkontrollierbar mehr Velociraptoren produzieren könnte. Gibt sie dann diesen genetischen Vorteil an ihren Nachwuchs weiter, wären auch diese Raptoren wieder in der Lage, sich ohne Partner und ohne Befruchtung weiterhin fortzupflanzen. Das ist einfach, logisch gesehen, ein riesiges Problem. Und aus diesem Grund bin ich der Meinung, dass die Zukunft von Blue ein bisschen düster aussehen könnte. Was sagst du zu meiner sehr frühen Theorie, was das zukünftige Jurassic-Franchise und eben auch was Blue in Zukunft angeht? Könnte das Ganze Sinn ergeben? Könnte Blue quasi später zum Antagonisten werden oder zur Antagonistin werden, da sie eben, naja, diese Fähigkeit besitzt? Das Ganze könnte wirklich so eine moralische Kiste dann nochmal werden, weil an sich kann der Dinosaurier ja gar nichts dafür, sondern wir haben ihn ja erschaffen, wir haben ihm ja diese Fähigkeiten zugeteilt und jetzt verantworten und machen wir ihn dafür verantwortlich oder sie dafür verantwortlich, schuld an irgendeiner Art von möglicherweise Velociraptoren-Pandemie zu sein. Mir ist der Gedanke einfach gekommen und ich bin der Meinung, ja, diese Fähigkeit von Blue sollte man in Zukunft nicht außer Acht lassen. Und jetzt bin ich wie immer auf deine Meinung gespannt. Schreib mir alles, was du dazu denkst, in die Kommentare unten rein. Und dann würde ich sagen, bin ich für heute raus mit dem Video. Ich wünsche dir was. Bis zum nächsten Mal.